Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge World of Worship. Ich habe uns die Sarah fertig gemacht und mit der gehen wir jetzt einfach mal kackendreist rein. Los geht's. Kurz und knapp. Und wenn die Runde schnell geht, ihr Lieben, wenn sie schnell geht, nehmen wir uns wieder die Henry. Ja, die Henry. Der schöne Zehner. Sind wir schon mal mit der Zara hier gefahren? Bin auch wieder überlegen. Sind wir nicht? Und wenn? Ach du Scheiße. Ist interessant. Haben wir was zum Captain? Ah, ist unser? Ich hab Nebel? Ja? Schießen das Ganze schön auf 16,1. Torpedoreichweite ganze 12. Es ist ein Traum. Ich bin ein Zerstörer. Okay, sie fährt. Aussuchen konnten wir uns hier zwischen Jäger oder Reichweitenflieger. Ich habe mich jetzt für den Jäger entschieden. Weil ich eh nicht nicht so gut schießen kann, wenn der Flieger, Reichweitenflieger draußen ist. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Das muss ich irgendwie noch ein bisschen üben. Auf sind wir bei 13,5. Nun denn, wenn wir mal unsere Lightning hier tatkräftig unterstützen. Ich hab ja Nebel. Was soll da schon großartig passieren? Ein Torpedo, das haben wir auch. Warte mal, okay. So schön. Bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Gefühlt. Unsere Zitadelle ist übrigens von vorne nach hinten. So mittig. Also Seite fahren, Seite präsentieren ist tödlich. Wann bin ich auf? Entdeckt. Das war mir irgendwie klar. Da wollte gerade, glaube ich, was schießen. Hält. Geil. Ich hoffe, das passt. Nebel. Oh, scheiße. Der wandert nämlich mit uns mit, aber dass man da nichts sieht, ist natürlich... Na, jetzt scheiße, Mann. Warte mal. Torpedos. Cleveland. Schnell oder langsam? Ich weiß es nicht. Cool. So, mein schnuckliger Nebel ist jetzt irgendwie neblig weg. Müsste wegdrehen. Interessant. Ja, wir drehen mal weg. Wird kann man ballern. 16,1.
Oh, guck mal da. Ich habe was getroffen. Fährst du so weiter? So doof. Guck mal, was da ist. Leer. Wie geht alles zu hier? Was ist denn da los? Mal solange wir unentdeckt bleiben. Alter. Musashi! Was? Wieso? Was? Warum? Echt jetzt? Hab ich gar nicht gesehen. Vorwärts oder rückwärts, Schnuckelchen? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich hätte gern Nibbel. Nibbel. Oh, Herr Jemini. Guck mal, wie sie alle ballern hier. Die Schuss kommen. Mmh. Oh, Sascha? Ist ja krass. Guck mal, Nebel. Oh, Lightning, Mensch, komm schon. Was soll denn das? Wozu benutze ich denn hier meinen beschissenen Kacknebel? Vorwärts oder rückwärts? Immer noch die Frage. Oh, scheiße. Ja, so mit dem Radar und Hydroschiffen, als wenn ich die noch nicht im Hafen habe, habe ich auch keine Ahnung, dass irgendeins davon so ein Scheißding mit sich schleppt. Und da war, glaube ich, eins. Da freut sich die Musashi. Never ever. Ich habe keine Lust. Ich bin eine Sarah. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, das wird somit einberechnen, dass ich hier die Kurve mache, wird dementsprechend auch vorhalten und mich treffen. Richtig? Never ever. Alter, so aggressiv gegen... Ich bin eine Sarah, Bitch. Cleveland, du... Was? Doch, das mit dem... Wie wär's mit dem Tod? Bitte? Ha, diese Inseln hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter! Ich glaub, die Musashi, die hat was gegen Sarahs. Baby! Bin ich hier zufälligerweise unsichtbar? Das wäre ein Träubchen. Wenn ich nicht weiter vorwärts fahre. Ha, der Schaden ist geil. Musashi, da kommen doch so ganz viele. Okay. Das Ding könnte uns aufdecken. Und das wird uns auch aufdecken. Fährst du weiter? Okay, wir... Gib ein bisschen Gas! Ach, scheiße, komm schon. Könnte ich da nochmal reinhauen, ohne dass die Musashi jetzt denkt, ach, die ist so... Scheiße. Keine Ahnung, ob das gut war. Mit dem Vorhalten und so. Ich hatte 12 Kilometer Torps noch im Angebot.
Also Schaden ist eigentlich so irgendwie ganz schnucklig. Keine Ahnung. So ungefähr. Wir drehen uns mal wieder und warten, dass die Türmchen noch sich drehen. Ah, das wehtut Musashi so von Asara so? Oder auch nicht. Okay. Macht gerade voll Spaß. Ich habe keinen Nebel mehr? Oh, scheiße. Ich glaube, wir müssen uns andersrum drehen. Das, glaube ich, wäre gesünder an der Stelle. Ich glaube, die rammeln sich. Scheiße. Gar nicht geschafft. So, jetzt sind wir gleich auf und dann, das könnte dann ganz schön wehtun. Du hast die Türmchen. Aber das dauert, ehe du die gedreht hast, Schitzelah. Ich kenne die Musashi. Hoch, ihr Ebene! Alter, du kleiner. Wir hätten tropfen können. Sashi muss raus. Und wir drehen uns mal lieber da lang. So. Bismarck! So viele andere? Scheiße. Oh, ich verstehe. Ich habe jetzt erst nach oben geguckt, wie das mit unserem Stand des Teams aussieht. Das ist ja krass. Naja, Fokus und so. Nee. Wieso ist denn unser Team immer so schnell weg? Ich bin's doch auch nicht mit der Sarah. Verdammte Axt. Am Arsch. Was macht ihr denn alle? Ist das die scheiß falsche Zeit hier? Vormittags. Süße Torpse, du schnuckliger kleiner Scheiße. Sei raus. Kommt er jetzt hier rum? Ich weiß nicht, ob er rumkommt. Ah, siehst du? Nee, da ist er doch. Warte mal, wir könnten so wegdrehen. Weil die fahren ja alle da oben wie oben lang. Das war meine Piepzieher. Ich spiele 13er. Jetzt müssen wir doch mit dem 10er rein. Naja, gucken wir mal, wie es mit dem 10er ist. Aber so schadenmäßig fand ich es gar nicht so. Ich weiß immer nicht, was man in unser Team macht. Ich bin da voll in der Runde drin und naja, wenn ich da mal hochgucke, dann ist es gruselig. Sehr gruselig. Dann wird's ja jetzt hier auch nur gruselig. Keine Schlachtschiffe? Okay. Natürlich werden Schlachtschiffe dabei sein. Da, einer. Dürnrü, die startet in die nächste Runde. Ist übrigens die zweite Runde mit dem Henry in einem Zufallsgefecht. Also erwarten wir auch in dieser Runde nicht so viel. Yeah, reiner Zehner. Kein Zwölfer dabei, wir werden das Ganze gewinnen. Geil. C ist unser? Oder wo fährt Schlacht die Dinge denn bei uns hin?
Ich habe keinen Nebel. Wieso hat die Henry eigentlich keinen Nebel, Leute? Wir spielen auf Reichweite. Und ein bisschen AE. Und ein bisschen Turbo. Und ich möchte trotzdem nicht nach C. Wir hängen doch so oder so dann vor den ganzen... Felsen rum. Ich würde sagen, ich fahre mit nach... B. C ist so auf. So offen auf. So hardcore offen auf. 9 Kilometer. Alles klar. Auf sind wir. Alles klar. Viel zu früh. Auf jeden Fall. Versuchen wir es? Versuchen wir es. Und wenn da was ist, so Schlachtschiff-mäßig und Flugzeugträger? Oh, scheiße. Jetzt erst gesehen. Lass mal Lutz nochmal. Ah ja, alles klar. Wenn da irgendwie was auftauchen sollte, was so ein bisschen mehr als fett aussieht, so Schlachtschiff-mäßig, werden wir Turbo machen und abhauen. Ich meine, die Jeans 10er und dann Poppes haben, die werden ja wohl ein bisschen Ahnung haben vom Fahren. Vom Schiffchen fahren. Ach Scheiße, komm schon. Ich wollte mich ranschleichen. Jetzt ist das Ganze ja für ein Poppes. Scheiß Flieger. Der, die mumpeln woanders? Wenig Lebensmittel. Guck mal, was der hier schon auf mich schießt hier, Alter. Hallo. So aggressiv. So um 12 sind die ganz schön aggressiv hier. Mein Gott, was ist los mit euch? Ich käppe doch nur und dann verpiesel ich mich wieder. Warte mal, ganz im Verlauf. 13,7, okay. Ach komm schon, nur weil ich das ganze Ding gekappt habe, ich möchte mal nochmal eine richtig scheiß geile Runde. Ach, verdammt da. Henry! Warte mal, das war der Knopf. Leck mich doch am Arsch. Mein Gott, ich wollte hier episch diesen scheiß Kibbutz gewinnen. Stehst du? Keine Ahnung. Ich schieß mal drauf. Fliegen da gerade Bomben? Jo. Schnuckelbär, ich hab gar nicht gesehen, ob du fährst. Ich hab einfach nur... Alter, Fanny, jetzt reicht's. Leck mich doch am Arsch, Mann! Wieso seid ihr denn so aggressiv? Und dann überlebe ich hier und das ganze Team ist weg und dann bin ich immer noch da. Ach, hier, Jemine, oder du gibst bis mir gleich hier. Poppes. Heute mal mit dicken Eierstöcken hier reinfahren, dieses Kackding hier cappen und ihr. Wäre kein Flugzeugträger drin gewesen, dann hätten wir es geschafft. Ich brenne nicht mehr. Habt ihr es gescheckt? Ah. Holt einer den Flugzeugträger bitte raus, ey. Das ist so kotzen. Du Schlawiner hier nicht so rum. Ach so, das ist ihr Portre. Ihr wisst schon, dieses Portre-Gedings da, was wir hardcore-mäßig ignorieren in dieser Werft. Nee, das war doch das, da hab ich gerade gewesen, ne? Und da ist noch eins. Alter, Fenne. So. Ich glaube, die tun nämlich auch Aua. B ist unser. Ich meine C. Ich lebe noch im 10er-Battle. Und wie gesagt, C ist so
offen, inselmäßig, für einen Arsch. Für einen Kreuzer. Tödlich. Kann ich mich jetzt heilen? Dankeschön. Ich guck mal so, was bei B los ist. Interessiert sich ja keiner Sau grad für B. Ich schon. Pass auf. Da fahre ich da mal schön rein und wenn ich dann wieder auf, weil der Flugzeugträger nichts zu tun hat, als wieder vorbeizuschlawinern und nicht aufzudecken. Da sind übrigens Topser. So, auf was können wir denn hier? Hör auf, hier rumzuschießen, Mann. Und schieß nicht auf mein Team. Ich schieß zurück, warte mal. Mit dem Boost, du kleiner. Scheiße. Ach, scheiße, du bist so schnell. Bleibst du stehen? Ja, bleib stehen. Brands, Baby. Du wirst immer noch beschossen. Von der Henry. Alter, kam da gerade AP-Mumpeln geflogen? Ich glaube, ich muss da irgendwie eine Skillung machen. Oder ich bin zu konzentriert. Ich lebe immer noch, ihr Kleinen. Oh, guck mal. Henry. Wieso hat man hier auf dieser Map so wenig Inseln? Wieso ist denn das hier so? Wie schleichen wir uns ran? Schmiegen wir uns daran. Ihr wisst schon daran. Und okay, die haben schon... Jetzt habe ich mal nach oben geguckt. Die haben schon drei weniger. Wir haben einen verloren. Jetzt knallt es wahrscheinlich mächtig von der Seite. Die andere schießt auch schon. Wir machen mal Boost. Warte mal, und ein auf den hier. Damit wir es der Puerto Rico mitgeben können. Alter, hör auf AP zu schießen. Alter, warte mal, ich mache um. In der Drehung umgedrückt. Das ist... Scheiß Insel. Ich bin gestrandet. Fuck. Ich hab doch gedreht. Schießt alle. Die Hände hat sich festgefahren. Los, Fokus. Auf mir. Warte mal, ich muss vorwärts schaukeln. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kräftig derbam. Wieso war ich nach Baby schon gekippt? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh. Scheiße, mit einer Salbe bin ich doch raus. Das ist auch egal, wie ich mich jetzt hier wegbewege. Jo, da war's. 24 Minuten. Danke, du. Kleiner Piep, 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 Piep. Was war denn das für eine Map? Kann es auch mal eine Map geben, die mir war. Wo ich mich auskenne? Gut, das war die Henry wieder mal. Ohne Nebel. Ja, wird bestimmt ein Sieg. Übrigens mit der SCHT-Chance war es, glaube ich, eine Niederlage. Egal. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, ihr Lieben, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.